Wir haben am 16. abends die Forderung durchgegeben, dass man sich am 17. früh am Strausberger Platz trifft. 1953 war der SPD-Politiker Egon Bahr Chefredakteur beim RIAS. 60 Jahre später besucht der Ex-Minister auf Einladung der Bundesstiftung Aufarbeitung das historische Studio 5 der Rundfunkanstalt im einstigen West-Berlin in der Kufsteiner Straße, heute Hans-Rosenthal-Platz. Er erinnert sich an die Rolle des RIAS am Vorabend des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor habe zwar nicht ausdrücklich zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, allerdings habe er den Treffpunkt der Streikenden für den nächsten Tag durchgegeben. Doch selbst das sollte nicht mehr gesendet werden. Die Amerikaner haben gesagt, das geht nicht, und gefürchtet, dass, falls die Sowjetunion eingreift, sie dann eventuell ihre Panzer über die Sektorengrenze nach West-Berlin rollen lässt, was ich nicht geglaubt habe. Aber wir haben den Befehl dann akzeptiert natürlich und durch ein Interview mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin ausgeglichen, der dann in den Sender kam und eine Sympathieerklärung abgab, bei der auch der Treffpunkt Strausberger Platz drin war. Bereits im Laufe des 16. Juni, noch bevor der RIAS die Sympathieerklärung mit den Streikenden ausstrahlte, gab es in Berlin die ersten Arbeitsniederlegungen. Denn in der ohnehin angespannten wirtschaftspolitischen Lage der DDR wurde die Erhöhung der Arbeitsnormen um 10% als Provokation empfunden. Unter den Demonstranten befand sich der damals 16-jährige Einzelhandelslehrling Klaus Gronau. Im Rahmen einer Zeitreise erinnert sich Gronau, wie er sich am 16. Juni 1953 auf seinem Heimweg aus der Berufsschule dem vorerst überschaubaren Protestzug angeschlossen hat. Wir bogen jetzt in die Warschauer Straße ein, und zwischen Grünbaier Straße und Kopernikusstraße kamen jetzt aus den Seiten heraus mehrere LKWs mit der Volkspolizei, die runtersprangen und kreisten uns ein und nahmen uns fest, drehten mir auch die Arme mit um und luden uns dann auch auf die Autos mit auf. Die Streikenden, unter ihnen Klaus Gronau, beriefen sich auf ein Demonstrationsrecht und wurden wieder freigelassen. Der inzwischen deutlich angewachsene Protestzug bewegte sich erneut Richtung Stalinallee, heute Frankfurter Allee. So breit wie die Stalinallee war, waren alles Menschen, die jetzt in der gleichen Richtung und dann nun nach Losung ausrufen: Wir brauchen keine Volksarmee, wir brauchen Butter. Es hat keinen Zweck, der Spitzbart, der muss weg, da war Ulrich denn gemein. Die Bevölkerung litt in der Tat unter der mangelhaften Versorgung mit Konsumgütern infolge von Investitionen der Regierung in die Schwerindustrie. Es sollte der Sozialismus nach sowjetischem Vorbild aufgebaut werden. Der Zeitzeuge Lutz Racko war 1953 mit 21 Jahren als Wirtschaftsredakteur der LDP-Tageszeitung Der Morgen tätig. Vor Journalisten und Historikern blickt er auf den 16. Juni zurück, als er mit seinem Motorrad den Streikenden entgegenfuhr und sie vor der Staatsoper antraf. Die Stadt, muss man ja daran denken, war ja zu dieser Zeit noch völlig zerstört. Es waren ja nur einzelne Gebäude, die noch benutzbar waren. Und es war also eine tote Stadt. Und das war schon gespenstisch, wie da plötzlich in breiter Reihe unter den Linden eine Kolonne entgegenkam, vorneweg geschickte Zimmerleute mit riesigen Hüten und eine Axt übernahm. Ich dachte, so muss Andreas Hofer in die letzte Schlacht gezogen sein. Die Menge der Demonstranten ballte sich schließlich vor dem Haus der Ministerien, dem heutigen Bundesfinanzministerium, zusammen. Als den Streikenden schließlich die Rücknahme der Normerhöhung mitgeteilt wurde, ging es der aufgebrachten Menge nicht mehr nur um wirtschaftliche Forderungen. Dann ging die Parole durch: Morgen um 7 am Strausberger Platz. Das war ja die Endstation von der Stalinallee, von der damaligen Stalinallee, und sollte der neue Treffpunkt werden. Und jetzt, sage ich mal, das war die Initialzündung für den 17. Juni, denn jetzt haben die Leute landesweit begriffen, in Berlin ist was vorgefallen, das ist was ganz Außergewöhnliches und da entstehen Möglichkeiten, die wollen wir auch ausnutzen. Am Strausberger Platz versammeln sich am Morgen des 17. Juni 1953 über 10.000 Menschen und durchqueren anschließend die Stadt.
Am 17. stehen von Anbeginn politische Forderungen im Mittelpunkt. Also die freien Wahlen, Rücktritt der Regierung, Sturz der SED, das wird jetzt intensiv gefordert. Die Menschen sind zunächst, das kann man sagen, sehr positiv aufgewühlt, einfach weil sie glauben, dass sich ihre Forderungen erfüllen werden, dass es jetzt kurz davor steht, dass eben sie in einer, sagen wir mal, freieren Gesellschaft leben werden. Das ändert sich allerdings schlagartig, als dann ab Mittag die sowjetischen Truppen eingreifen. Gegen 13 Uhr wird in Ostberlin der Ausnahmezustand verhängt. Die eintreffenden sowjetischen Truppen und Panzer gehen gegen die Demonstranten vor. Es gibt aber auch noch eine zweite, sehr brutale Seite dieser Medaille. Und das ist der Punkt, dass aus Moskau am Vormittag des 17. Juni angeordnet wird, dass standrechtliche Erschießungen zur Abschreckung, die ganz eindeutig zur Abschreckung zu erfolgen haben und die erfolgen dann auch. Allein in Berlin fordert der Volksaufstand mindestens 14 Tote, mehrere hundert Verletzte sowie zahlreiche Verhaftungen und Verurteilungen. Unter den Verhafteten befand sich auch der damals noch minderjährige Maurer und Putzer Günther Döring. Von der zivilen Polizei aus der Menge herausgezogen, wurde er für 3 Wochen in der Untersuchungshaftanstalt Keibelstraße inhaftiert. Die haben gleich zugeschlagen, mich rausgezogen und und dann wurde ich dann zu Boden, war ja ohnmächtig, ganz kurze Zeit. Ne? Ich hatte hier die Beule auf dem Kopf, die vor 10 Jahren ungefähr weggegangen ist. Und hier ist immer noch scharf. Ja, da kommt immer wieder. Ja, und da haben sie mich an die Füße gefasst, haben mich über den Rasen gezogen. Also vielleicht 60, 80 Meter, und dann auf den LKW geschmissen. Ne? Ja, und dann abgeführt. Das Gefängnis im Inneren des Ostberliner Polizeipräsidiums nahe dem Alexanderplatz beherbergte die Gefangenen auf 6 Etagen. Neben einer großen Anzahl an 2-Mann-Zellen gab es in jedem Stockwerk je 2 größere Zellen für etwa 12 Gefangene, wobei es regelmäßig zu Überbelegungen kam. Einmal in der Woche konnte man sich Kleinigkeiten wie etwa Bohnenkaffee oder Zigaretten kaufen. Für Günther Döring sind die Ereignisse von damals bis heute unbegreiflich. Warum machen Menschen sowas? Ja, wenn man friedlich demonstriert, ja, und sucht sich noch, so wie ich war, Minderjährige raus. Ja. Günther Döring ist mittlerweile rehabilitiert und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Lutz Racco studierte ab 1955 Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der TU und wurde freiberuflicher Autor. Klaus Gronau floh 4 Jahre nach dem Volksaufstand mit seinen Eltern nach West-Berlin und wurde ebenfalls mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Alle Zeitzeugen sahen den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 scheitern und erlebten, wie die SED aus der DDR einen Überwachungsstaat errichtete. Nach dem niedergeschlagenen Volksaufstand müssen schließlich 36 Jahre vergehen, bis sich Ostdeutschland vom Joch der Diktatur und Unterdrückung befreien kann.